Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Gestern war ja Black Friday und heute ist Samstag, also ein Tag danach. Und meine Mama und ich werden heute shoppen fahren, denn gestern konnten wir es nicht, weil ich lange Schule hatte. Also was ist lange? Ich kam spät nach Hause. Und dann hat es einfach mehr keinen Sinn gemacht, in die Stadt zu fahren. Deswegen werden wir das heute machen. Und wir werden heute nach Metzingen fahren und gucken, was wir da so Cooles finden. Ich weiß nicht. Frankfurt und so wird alles voll sein. Vielleicht Metzingen ja nicht so. Ja, mein Outfit. Ich habe so ein Kleid an, keine Ahnung. Mit einem Gürtel und mit einer Strumpfhose und meiner Axt. Ja. Auf jeden Fall, meine Mama und ich haben gestern Makarons gebacken. Und Leute, die sind so gut geworden. Das glaubt ihr gar nicht. Also ich habe noch nie so gute, also doch schon, aber nicht in der Sorte. Auf jeden Fall, ich habe noch nie so gute Makarons in der Sorte gegessen. Die sind einfach cool und ich zeige es euch später. Ja. Ich würde dann sagen, los geht's. So Leute, wir sind jetzt fast am Ziel. Wir brauchen nur noch 9 Kilometer. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir gestern Makarons gemacht haben. Ich zeige die euch jetzt mal kurz. Auf jeden Fall, das ist jetzt der Makaron. Und ja, wir haben den gestern Abend sehr, sehr spontan gemacht. Und hat auch, glaube ich, 3 Stunden gedauert, oder? Ja, auf jeden Fall ist es einfach ein Makaron. Der ist so babyrosa mit einer Karamellfüllung. Und Leute, der schmeckt Hammer. Gell? Also, an alle, wenn ihr mich seht, schenkt mir Makarons. Ich liebe die Teile. Ja, Leute, also wir sind jetzt angekommen und ich glaube, der erste Stopp wird das sein, was gerade so, keine Ahnung, was wir als erstes sehen. Also hier ist gerade Polo Ralph Lauren. Da will ich so oder so nicht rein. Hier ist gerade Prada, Gucci, meine Liebe. Wie gesagt, da ist Prada, ja, eigene Polo Ralph Lauren, Veneta, Armani, hinten ist Gucci, ja. Leute, gönnt euch diese lange Schlange. Das ist eine Katastrophe. Also Leute, wir sind jetzt fertig bei Gucci und wir haben 3 Stunden angestanden. Und ja, dazu gibt es aber nochmal dann Storytime. Also ich habe mir jetzt was geholt. Aber ja, ich lasse durch die Dinger gehen. Also, ey. Ich sag jetzt nicht, dass es nötig war, aber naja. Also Leute, wir haben uns jetzt ein Leberkäsebrötchen geholt und stellen uns jetzt gerade bei Michael Kors an. Ja. Leute, schaut euch mal die Tasche an. Das ist so eine kleine Tasche. Ich glaube, ich werde mir die holen, aber ich bin mir noch unsicher. Ich kann es nicht wegen der Farbe nicht entscheiden. Da findet ihr die Tasche besser? Weil da wäre ich mir halt unsicher, was ich dazu noch anziehen kann. Nicht? Bei der goldenen kann ich ja alles anziehen eigentlich. Also Leute, wir haben jetzt die 2 Taschen gekauft, die ich euch gezeigt habe. Und ein Gürtel von Gucci. Also eigentlich wollte ich eine Uhr bei Michael Kors. Aber es gab keine Uhren, es gab keine einzige Uhr, was ich richtig scheiße fand, weil ich wollte unbedingt eine Uhr haben und jetzt gibt es halt einfach keine mehr. Und es ist halt voll kacke. Naja, egal, jetzt muss ich wohl eine bestellen. Aber das Ding ist, ich habe ein extrem kleines Handgelenk. Deswegen muss die Uhr an meiner Hand angepasst werden, also was jetzt angepasst werden, aber die muss dann halt abgeklemmt werden. Wo ist meine Mama? Also da waren wir gerade drin, da ist irgendwas, da hinten ist Gucci, da müssen wir jetzt vorbei. Also was ich euch halt empfehlen kann, ist, wenn ihr in ein Outlet fahrt, ja. Also Leute, wir wollten jetzt eigentlich noch zu Guess, aber das ist halt jetzt die Sache. Ich habe keine Lust, mich wieder 2 Stunden anzustellen für dann, keine Ahnung, 4 oder 5 Sachen. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Ach du Scheiße, bei Gucci steht schon die Schlange bis da. Ich zeige euch gleich die Schlange. Aber ein Kaffee. Auf jeden Fall. Ja, wir werden jetzt gleich auf jeden Fall noch zum Ding laufen, zum Parkhaus, weil wir keine Lust mehr haben. Weil ich sehe es nicht ein, bei Guess jetzt nochmal gefühlt 4 Stunden anzustehen für
4 oder 5, 6 Pullis, keine Ahnung. Also Leute, im Moment. Das da ist alles die Schlange für Gucci. Also, wir laufen jetzt halt wieder zurück. Und das war halt einfach die Schlange für Gucci. Und das Ding ist, ja, also da ist auch was Gucci-Logo. Das Ding ist halt, was mir aufgefallen ist, es stehen so viele Leute einfach vor Gucci an. Also wir standen 3 Stunden für einen Gürtel in einer übertrieben krassen langen Schlange. Und bei Michael Kors, wo ja die dreifache Menge gefühlt von Menschen war, ist es einfach viel, viel schneller gegangen. Weil ich glaube, bei Gucci haben sich auch einfach nur viele umgeschaut, was es so für Sachen gibt und was halt nicht. Und ja, keine Ahnung. Ralph Lauren ist eh immer eine gefühlt krasse Schlange. Sonst wo. Deswegen, falls ihr eine Empfehlung wollt oder keine Lust habt auf lange Schlangen, dann fahrt einfach in Outlets, wenn kein Black Friday ist. Also natürlich ist es ja jedem selbst überlassen, wann und wo ihr hinfährt, aber ich mache das nicht mehr. Also ich fahre definitiv nicht mehr an Black Friday nach Metzingen ins Outlet, weil es einfach krass ist, wie viele Schlangen da sind. Leute, schaut euch mal an, wie schön das hier einfach ist. Also es ist mega, mega die schöne Atmosphäre. Da sind noch ein paar Läden. Da ist jetzt noch Prada. Da ist Polo Ralph Lauren. Also als wir das letzte Mal hier waren, war es halt so, dass alles in, wie soll man das erklären, also alles, nee, Mann, das ist falsch erklärt. Als wir das letzte Mal reingefahren sind, sind wir von einer richtigen Seite reingefahren. Ich kann es gerade nicht erklären. Aber diesmal war halt also komplett alles voll an Black Friday. So. Und das Ding war, letztes Mal war es so, dass, wie soll ich es erklären, letztes Mal war es so, dass halt am Kreisel wir geradeaus gefahren sind, nicht nur so links abgebogen, deswegen, und als wir das letzte Mal reingefahren sind, haben wir halt wirklich so eine kleine Stadt gesehen, da gab es alles von Birkenstock, Guess, Gucci, Prada, Moncler, also wirklich alles, es war alles in so einem kleinen, kann man sagen, Städtchen, Dörfchen, keine Ahnung. Leute, gönnt euch einfach. Es ist alles voll. Und das da, wo dieses P ist, das war unser Parkhaus. Also für alle hier. Ist einfach, ey, viel zu viel. Also Leute, wir befinden uns wieder auf dem Heimweg und wir haben auch einiges gekauft. 3 Sachen, aber es reicht. Ja, also das Ding ist, meiner Meinung nach finde ich einfach, ich werde an Black Friday einfach nicht mehr hierher fahren. Das Ding ist halt, dass wir waren vor 2 Jahren oder so schon mal hier, keine Ahnung. Und das Ding war, dass wir ja bei Gucci waren und 2 Jahren einfach, die Preise sind einfach die gleichen. Okay, bei Gucci hätte ich mir vorstellen können, dass da keine Prozente gibt, weil Gucci Gucci ist und sonst was, aber zum Beispiel bei Prada waren Prozente, also es war, ich glaube, fast überall ein Prozentding. Ja, also eigentlich sind wir bei Gucci registriert, aber als der Typ, der da halt gearbeitet hat, uns danach gefragt hat, haben wir halt gesagt, ja, also eigentlich sind wir registriert, wir haben uns registrieren lassen. Letztes Mal bei unserem letzten Einkauf da, ja, da waren wir halt nicht drin, weil eigentlich hätten wir dann darauf noch Prozente bekommen, aber das haben wir dann halt nicht mehr, weil wir ja nicht registriert waren, was halt, ja, ist. Also es hieß, dass falls man registriert werden sein sollte, ja, irgendwie so, keine Ahnung, hätte man eine Meldung bekommen für irgendwelche Prozente davor oder so. Ja, keine Ahnung, ich habe es jetzt auch nicht so ganz verstanden. Aber, oh Navi,
da theoretisch was bekommen können, aber halt da gab es jetzt nichts, was ich halt ein bisschen schade fand. Weil ich könnte auch einfach jetzt wirklich im, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, am 15. Dezember dahin fahren und würde einfach das Gleiche zahlen und müsste mich überhaupt nicht anstellen. Also ich könnte einfach reingehen, rausgehen, nochmal reingehen, nochmal rausgehen und halt so oft ich will und es wird halt maximal vielleicht eine halbe Stunde dauern, bis ich mich im kompletten Laden umgeschaut habe, vielleicht mir was ausgesucht habe, was gekauft habe, fertig, das sind 30 Minuten. Diesmal haben wir uns 3 Stunden lang angestellt, waren vielleicht 1 Stunde da drin, weil halt einfach alles extrem, was ist extrem voll, weil so bei Gucci war es jetzt nicht extrem voll, aber wir haben halt da geschaut und da und nach Schuhen und nach Halsschal-Dingern da, aber irgendwie war halt nichts so ganz dabei, was meinem oder dem Geschmack meiner Mama entsprochen hat. Deswegen haben wir es dann gelassen, haben halt nur einen Gürtel mitgenommen. Ja. Das nächste, Michael Kors. Ja, also im Michael Kors haben wir uns, keine Ahnung, also wir haben uns davor was zu essen geholt und wo unser Essen leer war, es waren Leberkäsebrötchen. Als das Brötchen leer war, waren wir eigentlich schon im Laden drin, also das ging extrem schnell. Aber was mir aufgefallen ist, im Laden drin waren halt extrem viele Leute. Man konnte sich kaum von A nach B bewegen, also das war richtig, ja, auch irgendwie. Also ich stand dann an der Kasse und dann hieß auf einmal, ja, da ist nur Barzahlung. Da dachte ich mir so, ja, okay, ich muss mit Karte zahlen. Musste mich dann wieder umstellen, war dann auch jetzt ein bisschen stressig, aber ja. Ansonsten war eigentlich alles so ganz okay. Und dann wollten wir eigentlich noch zu Guess, aber das haben wir dann doch gelassen, weil wir hatten einfach keinen Bock, uns anzustellen für ich weiß nicht wie viele Sachen. Deswegen haben wir es dann einfach gelassen und sind dann einfach zum Auto gelaufen und fahren jetzt wieder nach Hause. Ja, also bei Guess hätten wir vielleicht, wenn dann ein Pulli oder diese dünnen Pullis da, keine Ahnung was, geholt. Und das hätte sich dann einfach nochmal für 3 oder 4 Stunden anstehen einfach nicht gelohnt. Deswegen, ja, also wirklich in allen Läden, die richtig krank sind, wie zum Beispiel Moncler, Prada, Burberry. Nee, Prada war als einziges keine Schlange. Es war bei Burberry eine Schlange, bei Valentino war eine Schlange, bei Gucci war eine Schlange und bei Moncler war eine Schlange. Das halt, habe ich halt alles nur gesehen. Deswegen kann ich nicht das sagen. Ja, und bei Michael Kors war eine Schlange. Aber wie gesagt, die Schlange ist halt extrem schnell einfach weggegangen. Also, ja. Ja, auf Guess hatten wir dann einfach keine Lust mehr und jetzt sind wir auf dem Heimweg. Und wenn wir zu Hause sind, werde ich euch meine Einkäufe zeigen. Darauf freue ich mich nämlich schon. Ja, also ich habe 3 Sachen gekauft. Eine Sache von Gucci und 2 von Michael Kors. Die sind mega cool. Also ja, seid einfach gespannt. Also Leute, wir haben uns jetzt nochmal dazu entschieden. Nach 150 Metern biegen Sie rechts ab. Richtung. Biegen Sie rechts ab. Aha. Wir haben uns jetzt nochmal dazu entschieden, nochmal nach Wertheim reinzufahren, weil das war irgendwie komplett auf dem Weg, deswegen. Ja, und in Wertheim werden wir jetzt in Guess gehen und in Michael Kors, denn ich will ja unbedingt eine Uhr haben von Michael Kors und in Metzingen gab es keine. Und wenn schon Black Friday ist oder war und es Prozente gibt, warum soll ich es nicht ausnutzen? Deswegen, ja. Und jetzt werden wir auf jeden Fall nach, oder wir sind gerade in Wertheim nach angekommen. Navi, Sie links ab, sei ruhig. Rosenberg. Dann, Sie haben Ihren Zielort erreicht. Dankeschön. Also wie gesagt, wir sind jetzt in Wertheim angekommen und ich werde euch gleich was voll Cooles zeigen und ich hoffe, es ist hier nicht voll. Also es fahren schon sehr, 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 sehr viele Autos hier raus. Leute, schaut mal. Hier ist ein Haus, was auf dem Kopf steht. Das ist ein Haus, das komplett über Kopf gebaut wurde. Das heißt, das Klo ist auf dem Kopf. Das Bett ist auf dem Kopf, also alles einfach umgedreht und oh, das sieht so schön aus. Ich muss ehrlich sein, ich war da noch nie drin, also falls ich mal eine Küche brauche, bin ich da genau richtig. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt hoffen, dass da noch eine schöne Uhr übrig geblieben ist, weil Parkplatz 1 hat 0 Plätze. 0 Plätze? Ja.
Also entweder müssen wir jetzt gleich in die Tiefgarage fahren oder irgendwo rumfahren. Ich habe keine Ahnung. Hier gibt es sogar eine Losteria seit kurzem. Das wusste ich gar nicht. Also hier wird gebaut. Ja. Ich hoffe, wir finden einen Parkplatz. Und ich kann schwören, Wertheim wird nicht so voll sein. Glaube ich. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Leute, schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Alles ist beleuchtet und glänzt. Leute, schaut euch mal an, wie schön das einfach ist. Leute, gönnt euch. Ey, komm, du doll, wenn du dir so eine Schöne möchtest. Und dann kostet sie nicht. Ich habe gerade Essen bestellt und zwar einmal so ein Lachsbagel und zweimal Vanille Macchiato und ja, und da ist übrigens meine Uhr drin. Ja. Also Leute, wir sind jetzt fertig mit Einkaufen. Aus einer Uhr wurden zwei. Ja, also heute ist irgendwie kompletter Shoppingtag, keine Ahnung was. Ja, wir haben von A bis Z gefühlt alles gekauft. Und oh. Das Ding ist, wir haben erst eine Uhr gekauft, dann sind wir rausgegangen, dann durfte ich mich alleine nochmal in eine Schlange anstellen und nochmal eine holen. Und meine Mama hat noch ein paar Schuhe gekauft bei Michael Kors. Und hier ist übrigens die zweite Uhr. Die eine Uhr befindet sich in der Tasche von meiner Mama. Ja. Morgen kommt übrigens der Haul. Und wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind gefühlt, also wann sind wir losgefahren? Um 8 und jetzt ist 7, also ein sehr produktiver Tag heute mal wieder. Ja, Leute, das sieht so toll aus. Deswegen ist meine Kamera fokussiert halt die ganze Zeit auf das Licht. Sonst scheint alles so voll dunkel zu sein. Wo ist unser Auto? Scheiße.